Bäuchen. Was? Schon ein Viertel? Das kann nicht sein. Ach Mensch. Was bist du? So. Geben wir den armen Seelenfrieden. Was? Beziehungsweise, was passiert, wenn ich die da runterstoß? Genau das, was ich befürchtet habe. Und wir sollen nördlich von Meridian sein. Ich muss echt mal auf die Blood Omen Karte schauen. Blood Omen 1 oder Blood Omen 2. Wo der Kerker der Ewigkeit sein soll. Weil der ist nämlich, glaube ich, normalerweise nicht... Ich wiederhole, nicht auf der Karte, eingezeichnet, genau. Heißt also, der Kerker der Ewigkeit ist eigentlich ein... Nein. Mensch, wie soll man das nennen? Ein unwirklicher geheimer Ort. So. Einen neuen Weg erschaffen. Was? Wie? Neue Feinde. Seelenlose Skelette, glaube ich. Stirb. So. Seltsamerweise. Skelett. Und die gehen... Nein! Oh, war das höllisch knapp. Die geben auch noch Blut, die Skelette. Also wirklich sehr realistisch, das Spiel. Wirklich. Kriegt einen dicken, fetten Pluspunkt von mir. Nicht. Auf jeden Fall habe ich eine Truhe gesehen. Und die will ich mir holen. Okay, die halten den Berserker aus, aber dann noch einen Schlag und dann... Das wird mir jetzt ein bisschen zu kritisch. Hopp. Ich glaube, auf jeder Ebene gibt es ein Skelett zu vernichten. Speichern. 30. Jo. Ich brauche mehr Blut. Okay. So viel war es jetzt auch nicht, aber trotzdem. Auch noch zwei von eurer Scheißsorte.
Das war gerade buff, duff, duff, duff. Sorry, dass ich gerade wieder schweigsam bin, aber ich versuche mich hier ein bisschen zu konzentrieren. Die Biester geben kein... Für das, dass sie so hart sind, geben die kaum Blut her und kaum Wissen. Also da geben ja hier die hier viel mehr Blut. Und weh, es ist keine Fünferkiste. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach scheiße, Wissen ist Macht und so. Naja, wenigstens etwas Blut. Schön, dass du hier oben bleibst. Ulalalala. Uhu. Neue Waffe. Und zwei Gegner. Dachte ich mir, dass die Waffe jetzt kaputt gehen müsste. Der lebt immer noch. Endlich. Blut hier. Blut da. Ach super, da ist der Ausgang. Dann nehme ich erstmal hier die Waffe an mich. So, Mädle. Uiuiuiuiuiui. Es blitzt und gewittert. Hopp. So. Ja, wunderbar. Und ein Speicherpunkt. Ja, speichern. Wir haben 35%. Oh Gott. Oh oh. Ah, okay. Ja, schon wieder Spinnen. Ich dachte, da in der Käfig sei mein... Wo ich das erste Mal gespielt habe und zum zweiten Mal. Ab dem dritten Mal ging's, aber es war immer wieder ein Schock. Immer und immer wieder. Egal wie oft ich es gespielt hatte.
Mein Albtraum wäre da drin, dachte ich. Aber da müsste ich später kommen. Also beim ersten Mal hatte ich echt gedacht, oh mein Gott. Vor allem, wie kann die noch leben? So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe, hier ein Level abzureichen. Wissen ist Macht. Weil muss ich erst mal schauen, wohin. Beziehungsweise wie lang. Hier schon mal nicht. Ach, ich bin doch blöd. Hopp und hopp. Ich hoffe bloß, dass ich meinem Albtraum noch nicht begegne. Aber da müsste erst ab 50% kommen. Weil ich habe keinen Bock, dass ich hier eine Kiste öffne. Oder eine Kiste runterlass. Oder eine Tür öffne und auf einmal erscheint mein Albtraum. Um wen es sich handelt, das werdet ihr schon noch sehen. Hopp und hopp. Hopp und hopp. Und der Endboss, der wird kein leichtes sein. Aber ich hoffe, ich schaffe ihn beim Anhieb ohne zu sterben, aber das wird unwahrscheinlich. Shit. Ach, hier. Gott. Lass mich rein. Ich habe ein unmulmiges Gefühl. Vielleicht kommt jetzt schon mein Albtraum. Und ich glaube, danach sieht's auch aus. Oh, bitte nicht. Ach du Scheiße, nein. Hiermit unterschreibe ich mein Todesurteil. Gezeichnet Kane. Oder Kane. Und jetzt werden die Spinnen alle frei. Naja, wenigstens kriege ich Blut. Und Macht. Schaut, schaut, schaut. Die Spinnen attackieren die Frauen. Wow.